Herzlich willkommen bei Ubi Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ich freue mich und ich darf euch heute den Ford Focus Active vorstellen in der Turniervariante. Und der verbindet wohl das Beste aus SUV und normalem Kombi miteinander. Denn etwas höheres Fahrwerk und gepaart mit schöner Offroad-Optik. Ob das was Gutes ergibt oder ob das eigentlich eher was für die Tonne ist, das werden wir uns heute anschauen. Wir schauen uns den Wagen wie gewohnt außen an. Wir schauen uns die Platzverhältnisse innen an. Den Kofferraum schauen wir uns an und einen Fahreindruck gibt es von mir und ein anschließendes Fazit. Und natürlich auch noch die Eindrücke aus dem Familienalltag. Passt alles rein? Kriege ich Kind und Kegel hier gut unter? Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran und vergesst übrigens nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis jetzt wünsche ich euch auf alle Fälle schon mal viel Spaß mit dem Video. Schauen wir uns den Ford Focus Active jetzt hier mal an, in wunderbarem Chroma Blau Metallic. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Lackierung. Ist so eine der schönsten Lackierungen, die man aktuell in meinen Augen bei Ford bekommt, neben dem Ruby Rot. Schauen wir aber erst einmal von vorne den Ford Focus Active an und da fällt uns natürlich schon die Offroad-Beplankung auf, die wir haben hier unten mit dem silbernen Unterfahrschutz. Hier haben wir noch so silberne Einfassung um die LED-Nebelscheinwerfer, die übrigens serienmäßig sind. Dann haben wir hier einen schwarzen Kühlergrill und es gibt ja für den Ford Focus insgesamt 5 verschiedene Ausstattungsvarianten. Da wäre zum einen Trend, Titanium, ST-Line, Active und Vignale. Die unterscheiden sich vor allem tatsächlich stark an der Front. Jeder hat seinen eigenen Frontcharakter oder respektive seine eigene Frontschürze. Und das finde ich schon sehr, sehr toll, dass Ford hier so weit geht und durchaus jedes Auto so ein bisschen oder jede Ausstattungslinie so ein bisschen seinen eigenen Charakter gibt. Hier haben wir übrigens Voll-LED-Scheinwerfer verbaut mit Laufrichtung gebundenen Blinkern, die dann da unten drinnen sind. Diese variablen LED-Scheinwerfer sind eben sogar so weit in der Technologie mittlerweile, dass sie auch den Gegenverkehr aussparen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Der Wagen ist 4,67 Meter lang und damit 29 cm länger als der fünftürige Hatchback. Und der Größenzuwachs kommt natürlich vor allem hier hinten tatsächlich den Fondpassagieren zugute. Wir haben hier übrigens aufpreispflichtige 18 Zoll Räder aus einem der Designpakete. Und dann sehen wir auch hier unten wieder den silbernen so einen Unterfahrschutz an einem Seitenschweller. Am Heck wird das ganze Konzept natürlich auch weiter ausgelebt. Ganz oder typisches Merkmal jetzt hier beim Ford ist tatsächlich auch, dass man den Schriftzug hier in die Mitte reinzieht vom jeweiligen Modell. Das sehen wir jetzt auch bei Cougar oder Puma. Und dann haben wir hier wieder diesen silbernen Abschluss, 2 sichtbare Auspuff-Endrohre. Wir haben auch LED-Rückleuchten, allerdings immer noch vereinzelt mit Glühlampen als Einsatz, und zwar für die Blinker unter anderem. Finde ich sehr schade, könnte man durchaus besser lösen. Jetzt schauen wir aber mal, wie der Kofferraum gelöst ist und was da so reingeht. Der Kofferraum des Ford Focus Turnier bietet ein Mindestladeraumvolumen von 608 Litern, was erweiterbar ist durch die umlegbare Rücksitzbank auf 1653 Liter. Besonders toll ist der doppelte Laderaumboden, den können wir tatsächlich aufstellen. Somit können wir den Laderaum angenehm teilen. Ein Schienensystem gibt es nicht. Verzurösen, Kleiderhaken sind aber vorhanden. Ebenso wie eine Lehnenfernentriegelung für die Rücklehnen, die im Verhältnis 60 zu 40 teilbar sind. Es gibt auch in der Mitte eine Skidurchreiche ab Werk.
die zudem das Beladen von langen Gegenständen ohne Umlegen der Rückenlehne deutlich erleichtert. Der Laderaumboden, wenn wir umlegen, ist fast eben und bietet so auch eine optimale Ausnutzung des Laderaums. Kinderwagen sind hier problemlos unterzubringen, zusätzlich zu Reisegepäck für auf alle Fälle 4 Personen. Da kommen wir gut unter und selbst wenn, wir können bis zum Dach hochladen, wenn wir das optionale Trennnetz geordert haben. So, ich habe hinten Platz genommen im Ford Focus Turnier der Active-Variante. Wir haben hier tatsächlich dank dieses 29 cm Längenzuwachs und der Zunahme am Fond tatsächlich eine wirklich hervorragende Sitzposition hier hinten. Die Kopfstützen lassen sich in der Höhe zwar ordentlich verstellen, rutschen allerdings bei zu starker Verstellung schnell aus den Verankerungen da hinten raus, also da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, Kniefreiheit. Der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Das ist tatsächlich wirklich gut. Sitze, Füße passen perfekt unter den Vordersitz. Ich habe genügend Knieraum. Auch Reboarder-Kindersitze können hier gut installiert werden. Wir haben Isofix an den Außenpositionen. Die Isofix sind sehr gut zugänglich. Man hat da wieder einen Schacht und der Isofix-Haken liegt in diesem Schacht. Das heißt, die Führung der Verankerungen vom Kindersitz finden da locker Platz. Was schade ist, wir haben hier leider keine Sonnenschutzrollos für Kinder. Dafür Haltegriffe hier oben. Wir haben auch keine USB-Ports hier in der Mitte, sondern lediglich einen 12-Volt-Anschluss. Ist natürlich möglich, dass wir dann tatsächlich hier noch einen Adapter anstecken. Dennoch bin ich immer der Meinung, zwei USB-Ports sollten hier hinten auf alle Fälle drinnen sein. Drinnen haben wir hier noch eine Mittelarmlehne mit 2 Cupholdern. Witzigerweise, dass diese Einlage hier immer wieder ein bisschen rausrutscht. Aber gut, das stört jetzt nicht weiter. Die ist auch ganz bequem. Und auch die Lehnenneigung, die zwar nicht verstellbar ist, aber tatsächlich optimal ist, da macht es hier hinten also auf alle Fälle, selbst als Erwachsener zum Reisen, durchaus Spaß. Ich habe jetzt noch einmal nach vorne gesetzt, die wohl wichtigste Position für euch da draußen, die Fahrerposition. Wir sitzen hier auf Sportsitzen in der Active-Variante, auch sehr schön von der Polsterung hier mit so einem schönen A für Active. Die Polster sind übrigens gut reinigbar. Das ist eine Stoff-Leder-Kombination, aber Kunstleder. Und der Stoff ist auch eher flacher gehalten, also den kann man sehr, sehr gut abwischen. Das ist schon mal vorweg. Die Sitzposition ist wirklich sehr gut. Wir finden auf alle Fälle hinter dem Höhen- und Tiefenverstellbaren Lederlenkrad stets eine gute Position. Unser Sitz lässt sich in der Höhe natürlich verstellen. Hier optional die elektrische Sitzverstellung. Damit gelingt das Ganze noch leichter. Wir haben eine Lordosenstütze für den Komfort. Auch die Kopfstütze lässt sich in der Höhe optimal verstellen. Wir haben auch hier nach oben auf alle Fälle noch genügend Platz mit meinen 1,78. Ich habe immer natürlich noch ein bisschen Stückchen weiter hier vom Lenkrad weg. Da muss das Bräuchlein ja noch untergebracht werden. Dennoch, es gibt hier auch einen Ford Ergonomiesitz, der nach AGR zertifiziert ist, das heißt Aktion gesunder Rücken. Der ist mehrfach in der Höhe einstellbar und den würde ich euch auf alle Fälle noch ans Herz legen. Also da geht es gar nicht mal darum, dass der jetzt unbequem wäre. Nein, er bietet guten Seitenhalt, aber dennoch, ich glaube, wer öfter mal hier in einem Auto unterwegs ist, lange Strecken, der sollte das Beste an Sitz möglich nehmen und das wäre der Ergonomiesitz, den Ford hier anbietet gegen einen Aufpreis von 500 Euro. Die sind in allen Male gut angelegt. Jetzt schauen wir mal, wie Ford das Ganze hier drinnen angelegt hat. Der Innenraumcheck. Ja, herzlich willkommen hier im Innenraum vom Ford Focus Turnier in der Active-Variante. Was als erstes auffällt, wir haben hier ein analoges Kombi-Instrument. Analoge Tuben. Wir haben lediglich dann hier noch den Bordcomputer, den wir dementsprechend
durchblättern können hier, da können wir Geschwindigkeit anzeigen. Wir können dann auch in die Menüs weiter blättern. Dafür müssen wir hier diesen Bedientableau beherrschen. Das ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Zurückblättern von in der einzelnen Ebene nach oben und unten. Weitere Funktionen gibt es dann hier. Das können wir jetzt hier so sehen. Tatsächlich, da geht das Ganze dann auf. Da können wir dann anzeigen, was wir denn genauer haben möchten. Das ist wirklich, also da gibt es zahlreiche Varianten, was wir uns hier nicht alles anzeigen lassen können. Die Fahrerassistenzsysteme, Navigationshinweise, Audio, natürlich das Telefon. Wir können hier auch weitere Einstellungen vornehmen, wie etwa die Information des Reifendrucks können wir hier abrufen. Also da wirklich alle Achtung, da kann man sich durchaus sehr, sehr schön spielen. Sehr schön finde ich auch, dass übrigens hier tatsächlich ein Ford Focus Active abgebildet ist. Dann gehen wir nochmal zurück. Wir haben hier übrigens den Blinkerhebel, an dem wir auch den Spurhalteassistenten aktivieren können oder deaktivieren. Dann den Blinkerhebel. Wir haben hier links die Bedienung des Tempomaten, tatsächlich Abstandsregeltempomaten, den wir hier haben. Übrigens ganz toll, der wird auch soweit adaptiv, nicht nur, dass er den Abstand hält, sondern tatsächlich auch Verkehrszeichen erkennt und das Tempolimit anpasst mit sogar einer maximalen Toleranz von plus 10 km/h. Lautstärkenregulierung haben wir hier. Dann haben wir hier auf der linken Seite die Möglichkeit, die Zentralverriegelung nochmal zu aktivieren, deaktivieren. Was ich sehr schön finde, ist, wir haben hier die Möglichkeit, tatsächlich die Kindersicherung zu aktivieren. Dann haben wir die Außenspiegelverstellung, die Fensterheber. Dann haben wir hier das Lichtschaltzentrum, Autolicht, Abblendlicht, Standlicht aus. Wir können es also auch deaktivieren, wie bei vielen anderen Autos ist das schon nicht mehr möglich. Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte. Dann gehen wir weiter, was die Materialien so ein bisschen angeht. Ja, wir haben hier leicht aufgeschäumte Kunststoffe, dann schöne Kunststoffzierleisten, die aber sehr gut ausschauen. Wir haben hier tatsächlich dann auch aufgeschäumte Materialien. Alles wirkt sehr, sehr wertig und wirklich auch ordentlich gemacht. Dann haben wir hier den 8 Zoll Bildschirm des Sync 3 Systems. Mir gefällt das Sync 3 an sich sehr, sehr gut von der Auflösung. Wir haben sehr große Tasten, in denen wir uns hier durch die einzelnen Menüs durchseppen können oder durchklicken können. Wir haben auch Apple CarPlay oder Android Auto optional an Bord. Wir haben auch einen WLAN-Spot, Ford Pass Connect. Damit können wir uns tatsächlich auch einen WLAN-Hotspot aufbauen. Wir können hier natürlich auch weitere Einstellungen fürs Fahrzeug etc. pp. Abrufen. Insgesamt auch dieser Homescreen gefällt mir sehr, sehr gut mit Navigation, Audio und Telefon. Finde ich sehr, sehr schön. Dann drunter haben wir dann tatsächlich hier nochmal die Bediensysteme fürs Audiosystem an Auslautstärke, Tuner. Dann haben wir da unten die Auslässe für die Klima-Luftströmung. Dann ein sehr, sehr schönes Klimabedienteil. Zwar etwas tief platziert, aber dennoch gut zu bedienen. Sind allerdings sehr, sehr viele Tasten, aber ich denke, mit den meisten kommt man klar. Wir haben hier die Sitzheizung, wir haben hier die Windschutzscheibenheizung, wir haben Heizdrähte in der Windschutzscheibe dank Winterpaket, dann die Luftstärke, Gebläseanpassung und die Lenkradheizung ist hier, die Sitzheizung für den Beifahrersitz. Auch die Anpassung der Temperatur ist relativ leicht. Wir haben eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik, können das Ganze auch einfach deaktivieren, wenn wir da drauf drücken. Finde ich sehr schön gelöst. Dann hier unten drinnen liegt mein Smartphone und da haben wir eine Induktivladeschale und da haben wir allerdings auch eines der größten Probleme, denn dieses Handy hier rutscht schlicht und ergreifend auf dieser Ladeschale hin und her. Und damit wird der Ladevorgang stetig unterbrochen. Das sollte Ford unbedingt reparieren bzw. einfach eine bessere Schale bilden. Dann eine USB-Anschluss und einen 12-Volt-Anschluss haben wir hier unten noch drinnen. Dann haben wir hier das 6-Gang-Handschaltgetriebe, was verbaut ist. Die Möglichkeit der Deaktivierung der Start-Stopp-Funktion, die Deaktivierung der Traktionskontrolle und die Einschaltung der einzelnen Modi, die wir haben. Da schauen wir gleich hier rüber. Das ist dann tatsächlich normal. Eco, Sport, rutschig. Da wird die Traktionskontrolle etwas geändert, genauso wie auf unbefestigten Wegen. Da wird sogar die Traktionskontrolle gleich deaktiviert. Kommen wir zurück. Dann haben wir hier natürlich noch das Head-Up-Display.
was wir einstellen können, den Parkassistenten und die Parkdistanz können wir hier auch ausschalten. Dann kommen wir zur Mittelkonsole. Hier haben wir dann tatsächlich eine Armauflage, die verschiebbar ist, auch öffnenbar. Da ist ein kleines Fach drinnen, das gefällt mir sehr gut. Das können wir auch rausnehmen. Dann haben wir da noch einen USB-Port. Das geht übrigens relativ tief runter. Das heißt, da passt auch nochmal gut was rein. Dann haben wir hier verstellbare Cupholder. Die sind sehr, sehr praktisch. Man drückt sie und kann sie wirklich in den Positionen arretieren, wie man das Ganze eigentlich haben möchte. Finde ich sehr, sehr praktisch gelöst. Oder wenn das Ganze blickdicht sein soll, dann können wir hier das Rollo einfach zuziehen. Hier noch ein kleines Ablagefach, da passt der Schlüssel ganz gut hin. Auto-Hold-Funktion und eine elektrische Handbremse. Dann ein Handschuhfach, welches auch wirklich gut ist von den Platzverhältnissen. Da passt gut was rein. Da oben ist nochmal ein Ablagefach. Passt einwandfrei. Dann schauen wir uns kurz die Sitze an. Wie gesagt, sehr schön von der Polsterung mit dem A für Active. Und die Rundumsicht ist auch wirklich gut. Wie wir sehen, da fehlt sich absolut gar nichts. Wir fahren den Ford Focus Turnier Active mit einem 1,5 Liter EcoBoost Benzinmotor. Der 1,5 Liter EcoBoost, den gibt es in verschiedenen Ausbauvarianten mittlerweile schon. Wir kennen ihn hier, wie wir ihn haben, jetzt mit 150 PS. Es gibt ihn mit 182 PS noch im Focus oder aber mit 200 PS im Fiesta ST. Da macht er ja richtig viel Laune. Das Video habe ich euch mal oben rechts verlinkt. Das werdet ihr dann sehen. Da macht er, erstens klingt er genial, zweitens hat er auch echt viel Spaß. Und jetzt nehmen wir hier die schwache Variante. Man merkt, dass der Motor tatsächlich hier so ein bisschen in der Leistung reduziert wurde. Er fühlt sich insgesamt über das beim Ausdrehen einfach so ein bisschen zugeschnürt an. Ja. Also gerade die 240 Newtonmeter wirken einfach relativ leer. Er dreht dann, hat zwar das Drehmoment sehr früh, dreht untenrum schon kraftvoll hoch, aber dann kommt einfach nicht mehr viel. Ja. Also das ist leider so ein bisschen schade. Man merkt hier, dass es ihm einfach so ein bisschen nicht vergönnt ist, sich frei zu entfalten. Ich glaube, das wäre zum Beispiel etwas, wenn man sich den Motor holt und die Garantie abgelaufen ist, dass man da sicherlich mal die ein oder andere Modifikation vornimmt. Und dann kann man da sicherlich noch mal mehr rausholen. Wie gesagt, beim Fiesta ST sind es auf alle Fälle 200 PS. Klangtechnisch macht der Wagen hier wirklich alles richtig. Klingt sehr schön, hat ein schönes, dezentes Klangbild, was aber erwachsen wirkt. Mit so einer schönen kernigen Note. Erst wenn man ihn voll ausdreht, dann kommt so dieses Dreizylinder-Schnarren so ein bisschen dazu. Aber ehrlich, respektabel, was die Leute hier von Ford geschafft haben mit dem EcoBoost-Triebwerk. Denn auch tatsächlich mit einer Zylinderabschaltung, ja, ihr habt richtig gehört, es wird noch ein Zylinder abgeschaltet, wenn die Last sehr, sehr gering ist, dann zum Beispiel jetzt aktuell fahre ich auf zwei Zylindern. Das spürt man wirklich nur, weil wenn man das Gaspedal so ein bisschen lupft, dann gibt es so einen kleinen Ruck. Und dann merkt man tatsächlich, dass da genau der Zylinder abgeschaltet wurde. Gibt man dann ganz, ganz dezent mehr Last, dann merkt man, dass er auf zwei Zylindern leicht beschleunigt. Und zwar, weil die Vibrationen stark zunehmen. Also man hat, vibriert es sehr, sehr stark. Vor allem im Lenkrad merkt man das. Geht man dann deutlich noch mal stärker aufs Gaspedal und der dritte Zylinder wird zugeschaltet, aber ohne Ruck, dann ist tatsächlich die Vibration auch weg. Wie gesagt, merkt man wirklich nur, wenn man sich haargenau darauf konzentriert und weiß, was da jetzt passiert. Ansonsten würde es wahrscheinlich kaum einer merken. Und deswegen Hut ab. Liebe Ford-Ingenieure, habt ihr toll gemacht, der EcoBoost. Ihr zählt für mich immer noch zu den besten Dreizylinder-Motorenentwicklern, die es aktuell am Markt gibt. Daumen nach oben. Auch beim Verbrauch gefällt mir das Ganze. 6,6 Liter habe ich hier verbraucht über den gesamten Zeitraum von 14 Tagen. Ich muss sagen, auch das respektabel. Wechselnde Fahrer, wechselnde Fahrprofile, Kurzstrecke, Langstrecke, schnell, langsam und dafür eine 6,6 Liter. Hey, ich glaube,
das ist mehr als respektabel und auch ein Wert, der sich sehen lassen kann. Sehen lassen kann sich der Ford Focus Active auch beim Fahrwerk. Wir haben hier eine sehr ausgewogene Fahrwerksabstimmung. Insgesamt muss man allerdings sagen, dadurch, dass das Fahrwerk höher gelegt wurde, ist es auch straffer geworden. Bodenwellen, Stöße oder ähnliches werden einfach direkter weitergeleitet. Man spürt es. Dennoch ist der Komfort immer noch sehr, sehr hoch im Vergleich zu anderen Mitbewerbern. Das fällt auf alle Fälle auf. Wir haben natürlich hier auch 18 Zoll Räder, die natürlich nochmal diese Stößigkeit ein bisschen begünstigen. Sportliche Fahrer kommen allerdings auch in den Genuss des Ford Focus, denn wir haben eine schöne Lenkung, die wirklich direkt anspricht. Könnte aber einen Tick mehr Feedback geben. Die Sechsgang-Handschaltung ist optimal abgestimmt, super leichtgängig, sehr schön präzise. Die Rastung einwandfrei, also zählt zu einem der besten Schaltgetriebe. Die ganzen Assistenzsysteme, da brauche ich auch nichts sagen, die funktionieren einwandfrei. Ob es der Einparkassistent ist, ob es der adaptive Abstandsregeltempomat ist, der auch die Verkehrszeichen liest und auch die Geschwindigkeit zuverlässig anpasst. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, in 9 von 10 Fällen funktioniert das Ganze einwandfrei. Dann haben wir einen Torte-Winkel-Assistenten, wir haben Kollisionswarnsystem etc. Alles, was wirklich heutzutage man so kennt, Querverkehrswarnung. All diese Systeme funktionieren hier drinnen im Ford Focus auch einwandfrei. Ende der Dienstfahrt mit dem Ford Focus Turnier Active. Ja, mir persönlich gefällt der Wagen hier richtig, richtig gut, muss ich zugeben, denn diese Offroad-Beplankung steht dem Wagen erstens sehr, sehr gut. Zweitens, das leicht erhöhte Fahrwerk bringt tatsächlich auch einen erhöhten Einstieg, das heißt also eine leicht erhöhte Sitzposition. Drittens, wir haben mehr Platz als in einem SUV, etwa in einem Ford Cougar etwa. Wir haben eine tolle Sitzposition im Fond, für Kinder vor allem. Wir haben da jede Menge Platz, auch der Kofferraum, wie gesagt, bietet exorbitant viel Platz für Kind und Kegel. 36.000 Euro kostet der Wagen, so wie er hier steht, in der Presseausführung. Das heißt also nahezu Vollausstattung. 28.500 Euro, da geht's los für den Ford Focus Active mit dem 1,5 Liter EcoBoost, der ja eine insgesamt ganz gute Figur macht. Vor allem tolle Laufkultur, guter Verbrauch. Beim Durchzug fehlt es mir so ein bisschen. Ich glaube, ich wäre wahrscheinlich doch eher wieder derjenige, der zum Dieselmotor greifen würde oder aber vielleicht sogar nochmal runtergeht auf den 1,0 Liter EcoBoost mit 125 PS, um sich da noch ein bisschen was zu sparen. Sparen ist auch übrigens eine gute Geschichte. Wie gesagt, 28.500 Euro ist der Basispreis für den Active mit dem 1,5 Liter EcoBoost. Wir können uns aber dann dafür aussuchen, ob wir ihn als sportliche ST-Line haben wollen, als klassische Titanium oder eben als Active-Variante. Und jetzt ist die große Frage, was ist denn da draußen euer Favorit? Titanium, Active, ST-Line oder gar der luxuriöse Vignale, den ich schon getestet habe? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Lasst uns vor allem jetzt ein bisschen diskutieren hier über den Ford Focus Turnier. Falls ihr ihn da draußen gekauft habt, möchte ich natürlich wissen, was ist euer Erfahrungsbericht? Was hat der Wagen Positives? Was hat er denn vielleicht sogar Negatives? Habt ihr den Kauf bereut oder aber auch nicht? Ich sage danke fürs Reinklicken. Bitte nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, die Abo-Glocke zu drücken, damit wir uns möglichst bald wiedersehen. Und damit sage ich dann Tschüss und Servus, euer Ubi.